Ihr seid der mit der Waffenlieferung, oder? Lasst uns darüber reden. Gut. Ich benötige eine Waffe. Ich freue mich darauf, einige Schädel einzuschlagen. Deswegen gebe ich dir das Schwert, weißt du? Oh. Ein Hammer. Sehr gut. Sehr gut, um kleine Goblin-Schädel einzuschlagen. Waldgeister. Mag ich gar nicht. Huschen durch die Gegend und bewerfen einen mit Feuerkugeln. Ja. In Ordnung. In Ordnung. Ah, ihr habt die Waffen. Lasst uns über die Waffenlieferung sprechen, ja, die ihr weiß, da habt. Ja, ich weiß, du willst das Schwert. Sehr gut, ich sehne mich danach, meine Klinge in Goblinfleisch zu vergraben. Ach, Charles, ich wollte dir gerade den Hammer geben. Eine Klinge, fantastisch. Lasst uns diese verderbten Kreaturen bekämpfen. Ich warte. Ich aber nicht. Na, ist ja egal, wenn die sterben. Dann haben sie es eben nicht anders verdient. Ich bin auf eurer Seite. Das ist mir egal. Wenn du mir nicht irgendwie wehtust. Auf eurer Seite. Pech. Im Krieg wird jeder getötet, der sich mir sonst wie in den Weg stellt. Ja. Ah. Bah. Bah. Goblin könnte ich auf meinen Face gehen. Das finde ich voll, fänd ich voll lieb von dir. Nina mit dir. Hier ist keiner mehr. Gut. Gut, gut, gut. Flammatronach, zurück, du läufst aus. Ach, du bist schon. Mehr könnt ihr also nicht. Fertig schon? Hier aber noch einer. Wo wird hier gekämpft? Stirb. Ich verstehe es nicht. Rühr mich nicht, Goblin! Nicht genügend Ladung, nicht genügend Ladung! Was soll das? Ich geb dir gleich nicht genügend Ladung. Ich hab auch noch ein schönes Feuerschaden. Jetzt keine auf eurer Seite. Frank, nehmen. Ja. Es ist mir egal, ob du auf meiner Seite bist. Ich will den hier einfach übersehen. Karte. Ja, trostlose Mine gesäubert.
Dann kann ich mich ja ein bisschen mal um. Erstmal Fackel. Fackel. Wo ist Fackel? Fackel, Fackel. Truhe. Okay, das wäre jetzt mein Fehler. Ich habe zu früh. Komm, das war doch eigentlich genau richtig, das Timing. Timing war schon immer dein Problem, oder Chicken? So, alles muss offenbart werden. Das ist nichts. Erdbaumstamm aus dem Weg. Fürchte dich vor meiner Fackel. Nun, sie wurden ja inzwischen alle erledigt. Das war gute Arbeit, Soldat. Geht zurück zu Grokasch und holt euch euren Lohn. Ich wollte das Schwert aufheben. Warum laberst du mich an? Ich habe dir keine Erlaubnis dazu erteilt. Aber jetzt sagt mir nicht, die beiden anderen haben auch überlebt. Silberader. Zu schwer überlastet. Warte. Hallo, machst du sowas? Ja, um mich zu ärgern. Das tust du auch gerade, weißt du das? Bergmann. Ja auch weibliche Bergmänner. Bergfrauen. Wow, das hat ja viel gebracht. So, du bist schon am Leben. Halbwegs. Gib mir dein Dolch. Dann werde ich dich damit kitzeln nachher. Wilder Goblin. Schon wieder so ein Bergmann. Bist du irgendwie der Zwillingsbruder von dem da hinten? Du siehst nämlich genau aus wie der. Haben wirklich bald überlebt. Krass. Das erste Mal bei mir oder so. Also beim zweiten Durchspielen ist auf jeden Fall einer gestorben. Beim ersten Durchspielen weiß ich nicht mehr. Ja, da sollte ich sich schämen. Aber hier gibt kein anderer Gang mehr. Habe ich alles durchsucht? Egal, raus hier. Ich will hier einfach weg, einfach nur 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 weg, was ist? Nein! 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 Schnellreise, gute Idee. Besten Pferde findet ihr in den Schwarzuferstellen Chardinal. Ach, Klappe! Ne? Böses Ding, du. Wow, ich habe mich nicht verlaufen. Wenn man sich meine Verlaufkünste
sich mal vor Augen führen lässt. Ja, so wie ich dich gerade sehe, Hammer. Wie sieht denn meine Ausrüstung aus? Naja, geht eigentlich. So viel Damage habe ich nicht bekommen. Ja? Reparier meine ja nicht mit magische Ausrüstung. Und laber mir nicht dazwischen. Auch ihr. So. Wo ist das Ork? Da. Habt ihr euch denn noch nicht um die Waffenlieferung gekümmert? Die Waffen liefern sich nicht von selbst aus. Ich habe mich darum gekümmert, du kleiner Spast. Ihr hattet die Waffen geliefert und habt die Mine ohne Opfer geräumt. Besser, als ich es von euch erwartet hätte. Hier ist euer Lohn. Und ein kleiner Bonus. Was ist beendet? 400 Gold. Nett. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Geselle. Leistungen ernenne Nett. Ich euch hiermit zum ich Gesellen der Kämpfergilde. Ich will aber nicht Geselle der in der Kämpfergilde sein. Ich will Geselle im Waffenschmied sein, ne? Ihr werdet in Koroll gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton. Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Okay. Geht und... Ein alternativer Weg, ja, Magiergilde, Kämpfergilde zu verlassen. Bin ich bescheuert? Warum springe ich vom Balkon? Ja, ich nehme mal wieder den schnellsten Weg. Und der schnellste Weg nach Koroll führt über das Schnellreisesystem. Ich meine, ich könnte natürlich auch dahin laufen, aber das wird mal wieder einige Folgen füllen. Wir waren ja schon mal in Koroll. Koroll! Dann kann ich direkt auch mal gucken, ob die Magiergilde was für mich hat an Tränken. Ob die wenigstens so nett sind. Dann muss ich noch beim Schmied vorbeischauen, restliches Zeug verkaufen, was wir in der Mine aufgegammelt haben. Oh, mitten in der Nacht. Ich bin zu schwer belastet. Egal, holen wir uns erstmal den Auftrag von der Tuse. Hallo Stender, wie geht es dir und deine Kapelle? Ich habe in Martins Zimmer einen Altar für dich gebaut. Ich bin in die falsche Richtung. Hoffentlich nimmt Martin sich mal einen Ratschlag zu Herzen. Das mit dem Stender, Alter. Zufälligerweise auf seinem Bett. Ey, aber das war nicht Absicht. Das konnte man doch unweigerlich erkennen. Ja, ich mach das jetzt auf wegen dem Buch. Eigentlich nur wegen den Schlössern, damit ich mal eine neue Stufe erreiche. Hoppla. Ich wollte gerade sagen, beim nächsten Gefängnisausbruch wird es wohl besser. Mit dem Schlossknacken. Aber wenn man sich das hier so ansieht... Nee. Warum sollten wir wieder ins Gefängnis gehen? Gefängnisse sind irrelevant. Miep. Open the door, please. Was bist du für ein Buch? Geschichte der Kämpfergilde. Warum packt man sowas in so einem Schloss rein? Warum nehme ich das Buch mit, weil ich es verkaufen kann? Schade, der Kamin brennt nicht. Sonst hätte ich das Buch da reingeworfen. Brennmaterial.
Für was anderes kann so ein Buch nicht dienen.